Eidechsen, Schlangen, irgendwelche Kreuchtiere, ich kann sie nicht identifizieren. Aber die huschen Gott sei Dank alle weg, wenn man kommt. Und deshalb ist es kein Problem, hier lang zu laufen. Das Problem ist nicht so sehr das Raufklettern. Das Problem ist das Runterkommen. Ja, ist schon beeindruckend. Ne? Ich bin ja schon mal hier gewesen in der Joshua Tree Nationalpark Wüste. Ein Gebiet, das ein paar tausend Quadratkilometer groß ist. Ich glaube 2.500 Quadratkilometer, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall ein Riesenareal. Und Hauptbestandteil oder Hauptmerkmal des Parks sind die Joshua Tree Palmlilien, die man hier allen Orten sieht. Das sind spezielle Palmen, die teilweise bizarre Formen annehmen, ja, bizarre Auswüchse. Und die ersten Siedler, die hier lang zogen, ich glaube es waren Mormonen, haben sich in der Form oder in manchen ausschlagenden Formen dieser Bäume an den Propheten Josua erinnert. Gefühlt und entsprechend diesen Baum so benannt, nach diesem Propheten.